Hallihallöchen, Freunde! Was ist los, Mann? Habt ihr meine Banjo-Let's Plays vermisst? Naja, ich hoffe es jedenfalls. Ich habe sie auf jeden Fall sehr vermisst. Und jetzt ist Wochenende und ich werde jetzt voll vorab aufnehmen, damit ich dann die Woche die Parts rausklappen kann und mich trotzdem auf die Schule konzentrieren kann. Auch wenn ich das nicht so gern will. Ah ja, das ist jetzt der zweite Versuch hier für heute für die Banjo-Aufnahme. Gerade eben habe ich es schon mal probiert, aber da ist mein Emulator wieder mal abgestürzt und ich hatte noch nicht lange, der Part war noch nicht so lang. Und da dachte ich, naja, dann machst du ja, dann nimmst du halt einfach normal auf, ist ja egal. Ja, ich hab Blumen, ja, ich will ihn ja geben, Mensch, ist ja gut, Mensch. Hier, nimm! Natürlich, los, lass mit dem Globo Wasserball spielen. Hui, Sploosh. So, fertig, Mann. Rinder. Hup. Oh, Knacks. Yay. Yeah. Ganz schön nasse Zelt, aber das brauchen wir auch, denn wir sind jetzt ein U-Boot. Und dann werden wir jetzt nicht so cool irgendwie. Unter Wasser sind wir schon viel cooler, oder? Naja, so cool wie ein U-Boot mit Hose und Rucksack eben sein kann, ne? Swut, swut, swut. Aber die Geräusche sind sehr cool, finde ich. Und man kann auch sehr coole Moves mit dem U-Boot machen. Okay, die Steuerung ist, wie ich gerade gemerkt habe, selber etwas schwammig. Aber ansonsten kann man hier batz, batz, batz erstmal Torpedos verschießen. Das sind unendliche Granaten, naja, ja. Und auch unendlich Möglichkeiten, sich selbst zu demolieren. Naja, okay. Swut, swut, swut. So, jetzt brauche ich eine Teleporterplatte. Die habe ich gerade eben ziemlich spät gefunden, nicht Trottel? Denn hier ist ja direkt eine. So, na, komm schon und ja. Ich muss in die Spindhöhle. Ihr wisst ja alle, wo ich hin muss. Ich muss ein neues Minigame absolvieren. Und mein Staatsexamen ablegen, indem ich viele, viele Gegner der Landesmarine von Banjo vernichte. Ach, Quatsch mit Soße. Und mit B kann man auch ein schönes Sonar auslösen. Ach, schon wieder husten. Na, hast du ja nicht hergefunden, ja? Willst du auf meine Minen schießen? Auf jeden Fall, Mann. Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Vielleicht? Hallo? Nö, brauche ich nicht. Ich weiß ja, wie geht. Einfach rumbashen, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, hier los geht's. Batz, 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 batz. Zwecken wir mein Dreier hier mit hier und den noch, Mann. Batz, batz, batz. Alle abschießen, alle down. Knacks, knacks, komm schon. Durchschlitz. Ich glaube, ich muss mal Evo safe machen. So, batz, 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 batz. Ja, batz, knacks und alle ruf da. Ruf auf sie! So, und schon haben wir 60 Punkte, aber ich kann auch noch weiter ballern. Sterb! Boah. Frameslag, Freunde, entschuldigt. Komm mal zur Ruhe hier. Oh nein, sag mir nicht irgendwo ein Update gerade oder so. Oh, das kann da jetzt nicht wahr sein. Manchmal hasse ich meinen PC echt dafür. Wenn es sich gleich aufhört, dann nehme ich nochmal neue auf und warte, bis das Update fertig ist. Na du Ratte, mit viel Glück. Das geht ja gar nicht gerade. Tja. Aber wir haben das Puzzleteil geschafft. Naja, ist ja auch ganz nice, oder? Ich frage mich echt, woran das gerade gelegen hat, dass das so derbs geleckt hat. Ja, scheiß Windows-PC, der macht ständig im Hintergrund irgendwelche Scheiße und dann wundert man sich, dass die Performance flöten geht, wenn man gerade aufnimmt. Der PC hat echt ein scheiß Timing für. Huaha! Nö, der will schon normal spielen, gibt ja nichts mehr zu sehen, ist ja langweilig. Tja, naja, schade. Muss ich mir was einfallen lassen. Swut, 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 swut. So. Wo ist die Porterplatte? Ich muss wieder zurück und mich zurückfahren, ne? Ja, da ist er. Komm schon. U-Boot. Tja, das war's schon für das U-Boot hier mit Freunde. Ja, stell dich auf, ja, will ich ja. Hä? Was zum Henker? Achso, ich bin schon drüber. Der Schatten irritiert. Das sieht ja laggy und buggy aus, ey. Also entschuldige ich gerade die ganz kurzen Lecks. Ja, genau, Atlantis muss ich. Aber irgendwie hat mein PC da gerade im Hintergrund irgendwie scheiße angestellt schon wieder mal. Naja, ihr kennt ja, wenn ihr Windows habt, dann wisst ihr ja, was ich meine. Ob immer rumort und ratatata im PC rum, du machst gar nicht, du sitzt ganz friedlich vorm Fernseher und dein PC fängt an zu arbeiten. Ach, ich frag mich immer, was das ist, aber Windows versucht halt ständig nach Hause zu telefonieren. Tja, was soll man machen? So, Zeit für Backverwandeling. Huhahaha. Schade, schon ist es vorbei mit unserem schönen U-Boot. Wir schießen noch ein paar schöne Sonar-Geräusche ab. Hui, Sploosh,
Free Willy! Yay! Ach, ich mag das U-Boot, ich finde das cool. Sploosh? Aber jetzt muss ich mich zurückverwandeln, sonst kann ich ja hier nicht mehr als Banjo weitermachen. Und... Ach, cool. Ja, also nochmal vielmals entschuldigt, das gerade eben. Mein PC hat nicht die beste Performance. Ist nichts Neues für mich. Aber beim Aufnehmen ist das scheiße. Und wir sind wieder die Olympiaschwimmer 2011 Millionen und so weiter, ne? Ich glaube, bei Olympia, da darf man ja nicht doppelt sein. Also müsste man einen disqualifizieren. Ach, egal, ist ja Spaß in hier. Und abtauchen, weiter geht's. So, zwei, drei Sachen fallen mir jetzt so ganz spontan noch ein. Und dann können wir die Welt auch eigentlich langsam wieder verlassen, damit es in die fünfte Welt geht. Die finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn die ziemlich extrem groß und extrem aufwendig ist. Das Erste, was ich da meistens mache, ist der Endgegner. Und das ist irgendwie ein bisschen paradox, aber naja, ist mir wurscht. Ist doch Stolle, Wurst und Banane. Kriegt euch nicht in die Haare. Was für ein beschissener Spruch. Wow. Na, bleibst du hier? So. Jetzt muss ich einmal Stadtzentrum, glaube ich. Ich hoffe, das funktioniert schon. Ich weiß gar nicht, ob das schon funktioniert. Also ich kenne noch andere Tricks und andere Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Erstmal Teilung. So, ich glaube, mit Banjo funktioniert der Scheiß nicht. Mit Kazooie schon eher. Weil wir gemerkt haben, ist ja Banjo gut im Hochspringen und Kazooie ganz gut im Weitspringen. Und deswegen will ich jetzt einfach mal spontan was... Hä? Hallo? Eingang, da ist der Eingang. Hier geht's nämlich in eine sehr coole Ecke rein. Schade, hätte ich die seltsamen Eier schon, dann kann ich das jetzt schon so machen. Ich gucke mal, ob ich darüber komme. Anlauf und... Wuhu! Na, fliegen komme ich darauf. Hehehehe. Das kann man auch anders machen, Freunde. Da kann ich euch jetzt einen ganz kleinen Trick verraten. Wenn ihr schon vor der fünften Welt habt, dann wisst ihr ja, dass ihr da die fünften Eier bekommt. Und damit kann man einfach ein Ei hier oben raufschießen und das sammelt dann für euch das Puzzleteil. Das geht natürlich auch. Ja, ein Trick self-found bei mir. Sonst wollte das Spiel, glaube ich, von uns, dass wir mit dem Solo-Segler, den Kazooie später bekommt, da raufsegeln. Ach, wozu denn, wenn es auch einfacher geht? Warum einfach, wenn es so kompliziert und früher geht? Na, ist halt klar. Aber ich muss mir jetzt Banjo holen und nochmal hier rein. Ich habe gesehen, da ist eine Seite. Die muss ich noch wegsnacken, sonst ist es nicht komplett. Oh yeah, what the fuck is going on? Da macht der Bringer von. Tja, komisch. Manchmal ist mit dem Improvisieren, das ist so scheiße und manchmal ist es so leicht. Hey, hallo? Nicht springen. Macht ihr da? So, auf geht's, die Seite holen. Wuhu! Tauchen. Na, geht doch. Spät reagiert. So, wo ist der scheiß Fisch? Fischi. Komm. Wo ist der gläserne Fisch? Da ist er. Oh, Schlitz. Oh, du Asshole. Alter, den kriegst du erstmal zurück. Tja, scheiße, wa? Wer sich mit mir anlegt, ist selber schuld. Ach. Guck mal, Freunde, das ist ja noch so ein Ding. Und leider mal. Und. Knacks, Kabuts. Ich sehe nix. Da. Bams. Tja, ich würde sagen, schwimmen wir da immer drin, oder? Weil wir wissen, was hier drin ist. Das wird ja nicht umsonst hier sein. Das wäre ein Ding jetzt ohne Sondershausen. Noch so eine Kanalisationsscheiße? Was ist das denn hier? Swit. Und erstmal weggefrost. Ja, bis später. Dreh nicht durch, du Propellermann, der wird mich zerhexeln ohne Eis. Ah ja, der wär's hier ziemlich gefährlich für uns, na bam. Wo kommt man jetzt überhaupt raus? Ich hab's gar nicht geguckt, wohin das führt, also steht ja mal da. Kellermöbel-Seite. Ah, wenn ich die Musik höre, weiß ich, wo ich hier bin. Ja. Hey, noch ein brauner Jinjo, ich hab gesehen, davon gibt's nicht so viel. Oh yeah, jetzt haben wir schon drei, ja. Das ist die, keine Ahnung wie viel der Welt. Irgendeine Welt. Ich glaube die sechste? Ja, ich glaube schon. Das kommt noch vor der Eiskaltwelt und... Oh ja, das ist Grundis GmbH. Ja, da brechen wir in Grundis Firma ein und müssen uns 10 Puzzleteile sichern, Freunde. Naja, kriegen wir hin. Aber die Welt mag ich irgendwie gar nicht. Die ist so komplett und dauert so lange. Das ist voll kacke irgendwie. Swit, swit, swit. Wie nice, ohne Scheiß. Und Rinder.
So, jetzt habe ich das Puzzleteil und die Seite. Jetzt fehlt nur noch das Puzzleteil und das. Ja, das kriege ich doch alles hier hin. Das ist doch alles kein Thema. Da, 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 da. So, ich denke mal, eins kann ich mir holen und zwut und los geht's. Bam, bam, bada, bam, 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 bada. Ach ja. So ein melancholischer Morgen heute, irgendwie seltsam alles irgendwie. Ich bin gerade etwas sprachlos, ich weiß gar nicht warum. So, wo ist die Spelunke? Da ist die Spelunke. Ja, hier los, runter. Bocke, 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 bocke. Tja, denn der Typ, ich schuldet uns ja noch ein Puzzle, weil wir seine komische Tunte hier gerettet haben. Ey, der tanzt hier voll auf dem Tisch rum. Oh man, danke, dass du meine Partnerin geholt hast. Ach, war noch ein Klacks. Oh yeah, Puzzleteil für us. War das überhaupt richtig? Ich glaub schon. Oh yeah, Schuppenhorn. Cool. Ich glaube, ich weiß, warum er sich eine Tunte gesucht hat. Er ist selbst einer. Das erklärt doch alles. Da-dam, 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 da-dam. Ist ja wirklich ein bisschen Homo, aber da darf man ja nichts gegen sagen. Oder muss man nichts gegen sagen? Das ist ja persönliche Einstellungsfragen. Da-da. So, und jetzt müssen wir noch hier einmal rein. Woo. Tauchen. So, wo ist denn das komische UFO? Da ist das UFO. Oh, das wird scheiße mit dem Joystick hier. Der lässt ja so komisch steuern und naja, als seltsam. Da muss man nämlich ein bisschen Zielkünste haben und die sind ja manchmal extrem rar. Ich meine, das Spiel ist zielkunsttechnisch eh schon keine Meisterleistung, aber da ist das ja noch viel schlimmer hier. Weil ich ja einen USB-Controller habe, wie ihr alle wisst. So. Ohne groß zu zögern, erkläre ich euch, was los ist. Vielleicht schaffe ich es an diesem Partner. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch so weit komme. Ja, jetzt werde ich mich mal so ein bisschen auf die Höhe einstellen und dann in alle vier Kristalle einmal reinschießen müssen wir einmal. Zack. Wenn man schon mal auf die richtige Höhe eingestellt ist, funktioniert das ganz wunderbar. Man muss nur rechts und links drücken und dann batz und schießen und schon ist alles perfekt. So, und wir können das haben. Was unter jedem Raumschiff ist, Freunde? Hehehehe. Hä? Wo geht's hier raus? Ich will nicht mitfahren, da geht's raus. Ja, und Freunde, wer sich wundert, naja, wenn der Jinju hier drinne ist und man sammelt ihn nicht ein und das UFO fliegt weg, dann ist das ja scheiße, aber das ist ein Faker. Also jetzt nicht an die jetzt sagen, hey, du hast deinen Jinju verpasst, hey, aufpassen. Denn wer ein bisschen mit aufgepasst hat, der sieht überhaupt schon alle Jinjus. Denn ist so ein Fake natürlich extrem leicht zu enttarnen. Was ich auch letztens gemerkt habe, ist so ein Fake, der verändert seine Farm, ja, ganz tückisch. Also, der sagt dann, oh ne, von den Jinjus hat er schon alle, lass schnell mal die Farbe wechseln, oder schuld. Und dann haut er sich einen anderen Farbumhang an und dann versucht er wieder zu fakern. So, das UFO hebt ab. Hauptantrieb aktiviert. Navigationssensoren activated. Merkwürdige Lichtquelle aktiviert. Alle Systeme laufen. Verlassen wir diesen ekelhaften Erdtümpel. Und suchen wir die Kinder. Ich glaube, sie sind über einem schneebedeckten Bergnot gelandet. Na dann haut rein und verpisst euch. Ihr habt hier gar nichts verloren. Was suchen hier UFOs in Banjo? Reicht schon, dass ein unendlich luftanhaltender Bär und Vogel sich hier rumtümmelt. So, und jetzt darunter müsste... Ja, genau, hier ist es. Schwing. Yeah, 39 Noten. Ach Quatsch, Noten sag ich schon. Puzzleteile. So, und ich glaube, das dürfte jetzt alles sein, was wir die Welt gemacht haben. Und die auch machen können. Ja, zwei Puzzleteile fehlen, sonst nichts. Mann, ich habe echt eine Stunde in dieser scheiß Welt aufgehalten. Was für eine Tücke. So, Freunde, im nächsten Part geht's dann wohl weiter mit der fünften Welt, aber ich habe jetzt wieder eine Menge Puzzleteile, das heißt, ich kann doch erstmal zwei Welten öffnen. Hehehehe. Und ich könnte mir erstmal die fünfte Sorterei erholen, das glaube ich mache ich auch erstmal. Die brauche ich nämlich für die fünfte Welt, da sind die Eier vonnöten. Da haben's die Eier ganz nötig, Freunde. Hehehe, versteht ihr alle die Insider, oder? Hehehe. Und wenn ich dann, ja, dann nachdrucksen. Da-da-dam, da-da-da-dam, da-da-da. Hui, heppa. Tschuha! Genau, tschuha! Ah, Freunde, das war noch ein erfolgreicher Part. Wir haben die ganze Welt im vierten Feld abgeschlossen und ich habe noch alles innerhalb des Zeitlimits geschafft. Oh yes, wuhu. So, ich glaube, die Welt kann ich dann auch schon öffnen, oder? Naja, ist egal. Im nächsten Part sehen wir uns dann wohl vermutlich wieder bei den Puzzlefritzen, denn da werde ich noch ein paar Welten öffnen. Ich glaube, zwei Welten müsste ich jetzt noch öffnen können.
Oder? Ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall einem bestimmt wieder nach so vielen Puzzleteilen, die wir eingesnackt haben. Hat erlaubt das Spiel uns bestimmt wieder 10.000 Welten zu öffnen mit, keine Ahnung, knapp 40 Puzzleteilen, ist dann immer die Hälfte. Freunde, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann bin ich bei den Puzzlefritzen halt. Bis dann, Freunde, haut rein!